Moin Moin und willkommen zu einer weiteren Runde Battlefield 4. Ich guck gerade mal kurz, ob es die Soundabstimmung geht. Ich finde, es könnte schon ein Ticken lauter sein. Machen wir mal einfach hier im Game ein bisschen lauter. Ja, auf jeden Fall das Mikrofon jetzt noch ein Ticken weiter runter gedreht. Ich weiß nicht, ob es noch weiter runter soll. Ich schätze mal, dass ich im vorherigen Video erzählt habe, dass ich es leiser machen soll, weil ich habe auch gerade nochmal die Aufnahme reingehört. Das ist schon relativ laut. Ich kann das Mikrofon vielleicht nochmal ein Ticken weiter wegmachen von meinem schönen Gesicht. Haha. Und ja. Ich spiele auf jeden Fall eine Runde Gunmaster. Ich habe vorhin gesagt, ich suche mir einen irgendwo ein Server. Wow, das war einfach nur Spray and Pray. Hat funktioniert. Denn ich möchte diesen hübschen Modus einfach nochmal ein bisschen spielen. Wenn ich mich nicht ganz irre. Wow. Hat er mich gerade instant platt gemacht oder war ich noch low life? Ich glaube, er war noch low life. Wenn ich mich nicht ganz irre, sind das jetzt andere Waffen? Oder bin ich bescheuert? Hat man mit einer F2000 das letzte Mal das gespielt und gestartet? Wechselt das eigentlich? Was für Waffen? Und wäre eigentlich super. Wenn das irgendwie so, weiß ich nicht, wöchentlich oder je nachdem, welche Map man spielt, so ein bisschen halt variiert. Ich weiß es noch nicht. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht so viel Gunmaster gespielt, dass ich jetzt sagen könnte, so ist das oder so ist das nicht. Ach, fuck my life. Dann willst du den da hinten holen, dann kommen natürlich wieder zwei Leute von in meinen Rücken gelaufen. Ich hätte lieber weiter links laufen sollen. Was ich auch cooler fände, glaube ich, wäre Gunmaster Free for All. Das heißt, alle gegen alle. Vielleicht dann mit einem Tick weniger Leute. Also, dass nicht ganz so viele hier einfach herumfliegen auf der Map. Aber dass man halt allgemein einfach jeden abballern muss, weil, ich sag mal, wirkliches Teamplay kommt ja eh nicht zustande. Außer, dass man vielleicht irgendwie hinter seinem Mate mal campt oder so. Aber wie gesagt, Teamplay ist hier halt eh nicht drin. Von daher finde ich Teams relativ unnötig. Wobei ich gar nicht, weil es gibt keinen Deathmatch-Modus im Battlefield. Das wäre dann im Grunde genommen der erste. Vielleicht machen sie es einfach nicht, weil es nicht zum Spiel passen würde oder so. Also ich meine, so einen ganz normalen Deathmatch-Modus fände ich auch bescheuert, wenn man einfach nur rumlaufen würde und einfach jeder gegen jeden. Ich meine, das ist hier in Doom oder in Unreal Tournament ist das super geil, aber bei Battlefield wäre das, glaube ich, super behindert. Also Team Deathmatch ist schon da das Mindeste, aber wie gesagt, bei Gunmaster weiß ich nicht, ob das so viel Sinn macht, dass man da halt im Team rumläuft. Oh Gott, die müssen wir jetzt einfach umpusten, ne? Wo ist er denn? Und zu langsam. Oh Mann, jetzt schon wieder zu langsam! Und jetzt wird er mir schon wieder von der Nase weggefrackt! Oh, weg hier, rein hier, rein hier, rein hier, uns. Ich kriege einen zu viel. Ah, nee, wir kriegen nur schon hin, wir holen noch auf. Das wird schon noch. Ich muss jetzt so ein paar Kills hinkriegen, ey. Wenn dann das nicht jedes Mal weggefrackt wird vor der Nase, ist das auch easy. Aber so will das gerade nicht funktionieren. Muss man ein bisschen Druck machen jetzt hier. Warte, wir gehen jetzt hier rein, nicht hier draußen weiter rumlaufen, mal mit der Pump Gun. Ah, das geht sogar relativ gut über Entfernung, hätte ich nicht gedacht. Ich mag das Ding auch. Ich mag Shotguns im Allgemeinen nicht so. Egal in welchem Spiel oder egal in wo immer. Ich finde die einfach nicht toll zu spielen. Ich mag mehr so Sturmgewehre. Sturmgewehre machen mich an oder Karabiner. Aber diese Scheißdinger. Ja, oder ein großes MG. MG, also M60, das ist immer schön. Boah, das Visier ist auch richtig schön. Also, oh, oh, oh. Wieder reingeht. Unten. Unten, einfach mal runter. Hm, oben. Oben bestimmt. Kriegen wir den Rücken? Nee. Rechts, 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 rechts. Blue. Für die, die es nicht mitbekommen haben, mein PC. Also erst war mein Handgelenk kaputt, dann war mein PC kaputt. Aber jetzt ist eigentlich wieder alles okay. Das heißt, es wird jetzt auch wieder regelmäßiger Battlefield 4 Folgen geben. Weil ich momentan auch wieder richtig Lust habe auf das Spiel. Weil es halt auch ein bisschen länger nicht gespielt habe. Ach du Wurst, come on! Man hat auch keine Pistole. Ich habe es auf Pistole gehämmert, aber da ist nichts passiert. Mit dem Ding wird es natürlich jetzt wieder ein bisschen schwerer. Muss jetzt wieder irgendwie auf Entfernung gehen. Muss so permanent anpassen. Finde ich gar nicht schlecht. So und nicht so irgendwie so permanent anpassen muss, nicht die ganze Zeit machen kann, was man will. Wow. Oh, scheiß die Wand an, ey. Geh doch mal einer drauf. Also, dass da jetzt nichts reingegangen ist in den Einschuss, ist schon komisch. Mach den scheiß Laser aus. Setup gefällt mir auch nicht so von der Waffe. Ich mag das Visier. Oh, das Visier ist okay. Das ACOG finde ich ehrlich gesagt noch schlimmer. Ah, ja, come on. Was willst du da machen? Hinter mir.
Was ich auch manchmal auch ein bisschen, was ich immer frage, das ist, na gut, bei Counter-Strike ist das klar, aber spawnen die Leute echt irgendwie um einen in der Nähe herum? Ich habe immer das Gefühl, dass die Leute irgendwie einem im Rücken spawnen würden und das finde ich so ein bisschen behindi. Können wir da nicht irgendwie so ein Ding einführen oder einbauen, dass man halt niemanden hat, der einen in den Rücken spawnt, zumindest da, wo man rumläuft? Wäre doch eigentlich ganz sinnvoll. Aber vielleicht ist sogar, ich glaube, im Groben ist sowas, ist schon was drin, weil du die spawnen ja auch nicht vor einer, also vor der eigenen Fresse, aber weiß nicht, so manchmal hat man trotzdem das Gefühl, dass die irgendwie permanent in dem eigenen Rücken spawnen und einen dann natürlich holen können. Oh, oh, scheiße, 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 scheiße. Jetzt mach doch! Wieso kann ich das Ding nicht kaputt machen? Bist du bekloppt? Okay, jetzt haben wir ein Problem, weil jetzt irgendwo vor mir steckt. Nevermind. Ich war der Meinung, ich war um die Ecke, aber das Spiel war wohl anderer Meinung. Fuck, ey. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den. Oh Gott, das habe ich letztes Mal schon gesucht. Ich weiß nicht mehr, wo sie das jetzt hier untergepackt haben. Seitdem sie dieses Update rausgebracht haben, finde ich manche Sachen einfach nicht mehr. Unter Gameplay konnte man doch diesen Dingsbums besserer Netcode-Dings anmachen. Ey, weiß der Teufel aber, wo das war. Ist mir auch gerade Wurst. Wenn mir jemand sagen kann, wo das genau ist, würde ich mich freuen. Ich habe keine Lust, jetzt 5 Minuten durchzusuchen. Oh, das ist direkt vor mir. Müssen wir es vielleicht doch mal mit einem Laser versuchen? Oh, bleib doch mal stehen, bleib doch mal stehen. Lächerlich, Mann, wie der mir gleich gibt. Und ich den nicht einmal gescheit getroffen habe. Dreht sich einfach um zu mir. Fugt. Weiß ich nicht, ein Scharfschützengewehr mit so einem Gammelvisier ist auch echt nicht meine Waffe. Definitiv nicht. Aber wir kriegen das schon durch. Ein Kill mit dem Ding noch. Zumindest auch auf der Map, ey. Nicht unbedingt das Setup, was ich für diese Map wählen würde. Du hast halt, wenn Fernkampf oder wirklich Nahkampf, aber so mittlere Entfernung, wo man das Ding so mehrmals abschießen könnte, hast du halt nicht. Gott, wo soll ich denn jetzt noch hinlaufen, um überhaupt Leute zu spotten? Hat denn gleich hier wieder einfach irgendeiner vor mir? Wie so eine Pappfigur und mäht mich über den Haufen. Ey, wie weit ich das Kampffeld umlaufe und hier keinen finde. Come on! Schnitt Gegner! Oh, das ist. Also wenn du gewohnt bist, dass du da rechts laufen kannst, das ist richtig ätzend. Was? Boah. Endlich. Ah, das war ein Gegner. Ich dachte, das wäre ein Mate. Ja. Wollte mir eigentlich gerade Leben rauswerfen, aber das kann man ja auch nicht. Klassen sind ja auch komplett deaktiviert. Aber ist eigentlich auch gut so, weil wiederbeleben und Leben hinwerfen wäre vielleicht auch ein bisschen bescheuert. Macht durchaus Sinn. Wir müssen. Okay, irgendeiner ist da richtiger Ausreißer. Ich meine, wir sind jetzt echt gut weit zurück. Kann man schon so sagen, weil wir relativ lange mit diesem dummen Sniper gehangen haben, aber jetzt wird das, geht das voran gleich. Passt mal auf. Guck mal. Okay, dann halt nicht. Versuche mir den von hinten zu holen und mich der von hinten. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich versuche immer so solo rumzulaufen. Und irgendwie, wenn ich andere Leute spotte, haben die irgendwie immer mindestens 2 Mates in ihrer Nähe. Oh Gott, und der schießt mit einem verdammten Auto-Sniper. Aua. Hier sollte ich auch einfach irgendwelchen Leuten hinterherlaufen. Und habe ich irgendwie das Gefühl, die killen mir eh einfach erstmal alles weg. Wäre natürlich sicherer. Wäre natürlich auch ein Stück einfacher. Weil die natürlich auch die Gegner für einen dann spotten. Und man selbst dann versuchen kann, die Gegner den anderen wegzufraggen, aber. Oh Gott, was ist das? Ach, das ist die MP. Oh, runter, 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 runter. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Da kommt gleich einiges. Kann man eigentlich auch sprayen. Genau du. MG. Nee, wie heißt das Scheißding nochmal? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Egal. Ich muss mich konzentrieren.
Er hatte ein Leben? Oh mein Gott, hätte ich dem mal einen Schuss gegeben. Verdammte Kacke. Dingy AWS! So hieß das Ding. Ich war die ganze Zeit, ich muss doch wissen, wie der Scheißding heißt. Früher habe ich es, als das rauskam, habe ich es geliebt, aber ich habe irgendwas damit gemacht oder ich habe irgendwie nicht mehr das Feeling für die Waffe. Seitdem mag ich das Ding nicht mehr. Also als es rausgekommen ist, fand ich das richtig OP. Weiß ich nicht, da habe ich hier, was haben wir da gespielt? Metro. Mit einem irgendwie Nachtsichtgerät, das Teil auf Metro, alles zugesmogen. Boah, ist so godlike gewesen. Gott, was ist das? Oh, das ist die nächste Sniper. Oh, Jesus. Nee, ich glaube, das ist die Auto... Naja, eigentlich die Auto unter den Snipern. Ich weiß nicht, wie man es bezeichnen soll. Ja, das ist die. Was ist das eigentlich? Ist es eine Autosniper oder ist es eine Sniper? Ich meine, es ist unter den Sniperwaffen aufgeführt, aber es schießt automatisch. Es ist irgendwie so ein Zwischending, ne? Nichts Halbes und nichts Ganzes. Und deswegen auch leider nicht ganz so effektiv. Im Hardcore ist die ganz nice. Aber im normalen Game... Da würde ich lieber, wenn, eine Autosniper benutzen oder eine richtige Sniper. Dieses komische Zwischending. Ah! Oh Gott, die Kackpistole. Ich habe Angst. Ich will weg, ich will weg, ich will weg. Die Kackpistole, nein, ey. Das ist wirklich eine der schlimmsten Pistolen ever. Die mag ich überhaupt nicht. Na, jetzt wird es natürlich richtig unlustig. Da müssen wir gucken. Oh, das Ding ist ja ganz geil. Daisy. Sieht nicht schlecht aus. Haben sie gut nachgemacht. Geil. Müssen natürlich am besten vielleicht ein bisschen in den Nahkampf. Oder jetzt müssen wir uns so ein bisschen ans Team heften, damit wir die Kills so ein bisschen weglacken können mit dem Ding. Weil in einem offenen Fight, wenn der nicht auch die Gammelpistole hat oder irgendeine Scheißwaffe, dann hast du echt ein verdammtes Problem. Und dann gib mir eine Deagle oder ja, gib mir jede andere Pistole. Also außer die Unica. Ich glaube, die Unica, die mag ich noch weniger als das Ding. Der ist schon weg. Wollen wir den mal hinterher? Lass dich doch runter, danke. Haha! Gut! Wenn wir nur so ein bisschen Furzleben, machen wir lieber mal voll. Vielleicht brauchen wir die Schüsse. Das war weg, abgelackt. Genau sowas brauchen wir mit dem dummen Ding. Ah, Gott, das ist nichts. Und dann auch noch ohne Visier, ey. Ist überhaupt nichts drin. Ist überhaupt nichts dran an dem Ding. Was ist denn das für ein blauer Punkt, den der hat? Also der hatte keinen Rotpunkt, der hatte keinen Grün. Punkt, sagt man überhaupt grünen Punkt? Der hat irgendwie so blau bei dem geleuchtet. Keine Ahnung wieso. Bin mir nicht sicher, ob ich das jemals schon mal gesehen hätte. I'm not sure. Oh, danach gibt's die MPX. Nice, die MPX ist eine richtig geile MP. Komm, irgendwo nochmal. Ah, fuck you. Oh, oh. Lad nach, lad nach, lad nach. Wo bist du? Ach, scheiß doch die Wand an! Er ist einfach weg. Ja! Ich hätte von Anfang an gleich so sprayen sollen. Okay, du klebst in der Wand. Alles easy. Ich habe mich schon gefragt, warum die Leiche irgendwie nach oben fliegt und nicht nach unten. Oh, warte, runter, runter, runter. Drehen. Wo kommst du? Nein! Oh Gott, der hat schon die Unika. Die Unika ist, glaube ich, relativ lang. Oh, der zieht für ihn noch dran. What the fuck? Oh Gott, das wird doch unmistig. Aber natürlich mitten in mein Gesicht rennt. Shit. Wir sind so im Mittelfeld, ne? Bin ich böse. Ach, geht doch. Ah. Oh Gott, wie heißt der Bulldog? Wollte irgendwie Sarda Gott zu sagen, aber das ist die nicht. Bulldog. Stirb doch, ey. Boah, ich hasse diese Waffe auch. Wie die Pest. Die Skaha ist super nice, aber die Bulldog gefällt mir einfach nicht. Geht irgendwie nichts rein bei mir. So schlecht bin ich nicht. Weil wir schon ewig nicht gespielt haben. Ist okay, ich bin zufrieden. Also jetzt nur vielleicht mal, ich würde gerne noch ein bisschen weiterkommen. Ein bisschen mehr Gas geben. Bulldog will ich auf jeden Fall nur hinter mir lassen. Und die würde ja eh immer schwieriger. Oh, danach gibt es die CS5. Ich hoffe, da ist ein gescheites Visier da oben drauf. Das ist auch so eine Sniper. War ganz netter Versuch, aber irgendwie nee, nicht meins. Warte mal, ich komme hier hinter. Ah Gott, okay. Nein, wieder mit so einem Gammelvisier. Ah, scheiß doch die Wand an.
Hilfe zählt als Kill. Aber es zählt jetzt nicht als Kill-Kill, oder? Also als Kill für die Waffe? GG. Ich glaube nicht. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass ich den überhaupt treffe, aber war ganz nett. Fuck. Weiß ich, kann man, muss man auch echt sehen können, ob man schon Kill für die Waffe hat oder nicht. Wo? Ja doch, Kill ist 1 von 2. Nice! Okay. Bin ich nicht mal böse, dass er mir den weggefragt hat. Komm nochmal raus. Komm nochmal raus. Ich mach das Standmännchen. Mach das Standmännchen. Oh, fuck. Ah, nein, das war doch Kopfhöhe einigermaßen. Aber anscheinend nicht Kopfhöhe genug. Ja, ich dachte mir schon, dass er mich umläuft. Fuck doch, Mann. Normalerweise hätte ich jetzt auch einfach eine Pistole rausgeholt und den im Nahkampf geholt. Oh, zählt das jetzt? Nein, weiß es nicht. War eigentlich, hätte eigentlich Hilfe zählt als Kill sein müssen. Na, natürlich nicht. Shit. Hm. Oh, 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 oh. Ja. Reload. Das ist die Unika. Okay. Ich hasse diese Pistole. ich hasse diese Pistole. Man kann mit der einfach nicht schnell schießen oder so. Die ist einfach nur, oh, ich bin so froh, dass ich die endlich durch hatte, weil die musstest du spielen, damit du die Deagle holen konntest. Ich war so froh, dass es endlich irgendwann vorbei war. Oh Gott. Aua. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Also mit seiner Sniper ist er schon leicht im Vorteil. Ich hier mit meiner Pistolen-Sniper. Da kommt schon wieder einer von der Seite. Da sind gerade viele Sniper unterwegs, weil da viele Leute gerade auf dem Level sind. Oh, oh, ich glaube, irgendjemand ist schon bei Knife. Fuckt. Ich glaube, die Unika viel weiter kommen auch nicht mehr. Schade drum. Vielleicht hätten wir einfach, müssen wir euch irgendwie in den Nahkampf mit dem Ding gehen und dann einfach aufhalten. Und irgendwas mitlacken, aber mit dem Visier. Pff, vergiss es. Ah, das ist schon vorbei. Scheiß doch die Wand an, du! Das geht besser, das geht besser. Auf jeden Fall nächstes Mal geht's besser. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Battlefield. Ist, glaube ich, noch 4. Bin mal gespannt, wann 5 kommt. Nächstes Jahr eventuell. Also dieses Jahr wurde es nicht auf der E3 vorgestellt. Gut, weil dieses Jahr noch Battlefront war. Ja, dann müsste es nächstes Jahr vorgestellt werden und eventuell nächstes Jahr kommen. Ende. Who knows? Naja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und vielen Dank fürs Zuschauen.